Und hier, ne, Valkyra kann ich dir ja auch nochmal ganz schnell zeigen. Warte. Das da bist du jetzt. Das, naja, bist du zusammen mit, naja. Ja genau, Pyjamamon, sag ich doch. Das bist du jetzt zusammen mit Roxas und naja, der Name ist jetzt Varrox, der kommt von Kaiju. Kaiju hatte den Namen geschrieben, fanden den gut und jetzt heißt du Varrox. Also eine Verbindung aus Valkyra und naja, Roxas halt. So, und wieder hier hin. Ah, halt, da drüben ist was aufgegangen. Misa, montags 18 Uhr. Hier ist ja gar nichts. Hier ist ja der Hund begraben. Montags 18 Uhr spielen wir Persona 5. Oh, hier ist wieder das Eis-Devimon, ne? Wir müssen uns gleich zusammenschlagen. Und freitags 18 Uhr Digimon und Ni no Kuni. Ja, ich fand den Namen nämlich auch gut und deswegen haben wir den auch genommen. Der war echt cool. Fand ich wirklich cool. War eine coole Idee von Kaiju. So, jetzt können wir nach Datamon. Aber vorher muss ich was trinken. Alter, ich trinke hier auch. Willkommen zurück, Kutani. Ja, der Chat hängt, glaube ich, immer etwas hinterher, oder? Der Chat im Video hängt immer ein bisschen hinterher als was so. Was ich halt persönlich sehe. Ich sehe ihn halt live und im Video hängt er halt ein bisschen hinterher. Eine Stimme für ihn. Was? Wer bist du? Ich bin Datamon. Die meisten nennen mich Dr. Datamon. Ich bin damit beschäftigt, Zutaten für Medizin zu sammeln. Wenn du mich etwas fragen willst, mach es bitte schnell. Was? Ein weiteres Digimon hat sich angesteckt? Dann werde ich die neue, von mir entwickelte Medizin anwenden. Es ist zwar bedauernswert, aber eine gute Gelegenheit. Vor ein paar Tagen ist es mir gelungen, die Medizin zu verstärken. Aber ich hatte kein Testobjekt. Jetzt kann ich ihre Wirkung testen. Ich werde sie persönlich verabreichen. Keine Bezahlung nötig. Bring mich zu dem Patienten. Oh, du bist zurück. Ich habe Schmerzen. Das ist nicht gut. Wenn ich die Medizin nicht bald verabreiche, könnte es zu spät sein. Togemon, nimm das hier. Einmal vorne überbeugen und bücken. Einmal umdrehen und vorne bügen. Der Witz war jetzt vorbei. Mach den Mund auf und schlucke, du Luder. Das reicht. Wie geht es dir? Was? Was, du wirst noch für unter 18 gehalten? Was? Ich wurde noch nie für unter 18 gehalten. Ich wurde in meinem ganzen Leben noch nie nach einem Ausweis gefragt. Ja, ich...
Ich fühle mich etwas besser. Was ist los mit mir? Mir ist heiß und schwindelig und irgendwas stimmt hier nicht. Unterwäsche? Der Patient hat einen Anfall. Der Patient reagiert nicht. Tu etwas. Alles klar, ich verprügel. Ich verprügel ihn, Alter. Das ist die Lösung für alles. Ne? Also. Als Notarzt. Siehst du jemanden, der auf dem Boden liegt? Ne? Der ist bewusstlos. Du sprichst ihn an, weil er bewusstlos ist, reagiert er nicht auf dich. Was machst du? Du verprügelst ihn. Natürlich verprügelst du ihn, das ist die einzig logische Erklärung für sowas. Das muss man wirklich mal sagen. Du musst die Patienten, die nicht auf dich reagieren, verprügeln. Das ist nun mal das Wichtigste. Stirb. Also ich werde immer für alt geschätzt. Die ganzen Rentenvertreter und sowas, die wollen mir immer schon irgendwie Rente andrehen und sowas. Und wenn ich an so einem alten Pflegeheim vorbeilaufe, dann kommen immer die Pfleger raus und denken, ich bin abgehauen. Okay, verprügelt. Und das, die geben dir auch noch EXP, wenn du die verprügelst. Das ist sehr wichtig. Hallo Jack und... Naja, es sieht doch, es hat geholfen. Guck doch. Er ist noch bewusstloser als vorher. Er hat eine neue Stufe der Bewusstlosigkeit erreicht. Es scheint vorbei zu sein. Gut gemacht. Puh, für kurze Zeit hatte ich mir Sorgen gemacht. Aber es liegt nun da und rührt sich nicht. Was sollen wir tun? Wir verprügeln es. Autsch, wer hat mich geschlagen? Du bist es. Was ist passiert? Ich hab dich verprügelt. Ich erinnere mich, nachdem ich die Medizin genommen hatte, hatte ich einen Anfall. Tut mir leid, danke, dass du mir geholfen hast. Wie fühlst du dich jetzt, Togemon? Anscheinend hatte die Medizin eine Nebenwirkung. Ja, aber mein Husten ist weg und ich fühle mich viel besser. Ich bin noch voller Energie von dem Kampf. Ich muss sie loswerden. Wow! Aha. Ha! Ah, das war klasse. Was? Mein Körper. Er hat sich verändert. Ich bin von Togemon zu der süßen kleinen Lilimon digitiert. Entschuldigung. Hervorrufen von Digitation scheint eine weitere Nebenwirkung meiner neuen Medizin zu sein. Bemerkenswert. Voll Dr. House, Alter. Ich muss die Formel überarbeiten, um die Anfälle als Nebenwirkung zu eliminieren. Aber diese Medizin wird sicher vielen Digimon helfen. Da unser Patient jetzt geheilt ist, werde ich mich verabschieden. Auf Wiedersehen. Danke, Dr. Tatamon. Sandy, bitte raus. Einfach komplett blocken, bitte.
Das macht er nämlich schon die ganze Zeit und irgendwie stresst das und einfach bitte komplett blocken. Dir danke ich auch. Ich weiß nicht, was ich ohne dich getan hätte. Als Dankeschön für alles kannst du mich jederzeit anrufen, wenn du meine Nummer schieben willst. Ich werde kommen. Ich verspreche es. Okay, Lilimon. Du kannst jetzt Lilimon zu einigen Fällen mitnehmen. Oh, das geht wirklich? Ich kann Lilimon jetzt auf einige Fälle mit... Oh, das hat jetzt aber Stil. Ja, du wirst halt nur durchs Training stärker. Was denn sonst? Dankeschön. So. So, wir haben den Fall erledigt. Medizinisches Spray. Hi, ich bin's. Wir konnten uns wohl beide aus dem Chaos mit unter Null raushalten. Ich habe mir meinen Geschäftspartner also gut ausgesucht. Ja, ich denke an Dragmon. Ich denke dran, wenn ich es nicht vergesse, denke ich dran. Wie ich höre, hast du Akira Hosaka geschlagen. Glückwunsch. Damit hast du wohl deine Rache. Als Gegenleistung für meine Informationen möchte ich, dass du dich mit mir triffst. So datemäßig oder? Falls du mir immer noch nicht vertraust, kannst du es auch lassen. Ist mir gleich. Aber möchtest du nicht wenigstens wissen, was mit deinem Konto passiert ist? Bei Hosaka hast du es nicht gefunden, nicht wahr? Wer? Ich werde warten. Das machen wir alles nur wegen unser Konto, ne? Du fällst wirklich auf alles rein. Ja, ich eigentlich schon. Es ist eine E-Mail von Kay. Er will sich in der Demons-Höhle treffen. Ich mach mich fertig und geh hin. Anneliese, war das Einkaufen erfolgreich? Ich weiß nicht mehr, ob du jetzt einkaufen warst. Nee, Kutani war einkaufen. Schön, dass du wieder da bist. Und ich hoffe, wenn du einkaufen warst, dass es erfolgreich war. Was? Unangemessenes Verhalten im Hintergrund? Was? Wieso? Wo? Was? Wer benimmt sich hier nicht? Hier benimmt sich jeder. So, Gardromon kann digitieren zu absolut niemanden. Geil, das ist immer gut. Hier, Datamon, Krableo. Andromon hatten wir noch nicht. Ja, ich glaube, der wird mal zu Andromon. Aber erstmal müssen wir es wieder zu Hagurumon. Was? Achso, das meintest du. Nee, alles safe. So, komm, wer möchte nicht ein Sunflowermon sein? Sunflowermon, ne? Ist doch einfach das Digimon, das einfach jeder sein will. Sonnenflora, Flora, Flora, Sonnenflora. Ich kenne das nur von Pokémon. Was heißt es für Digitation? Lilimon? Ich gehe ganz stark von Angewomon aus. Was gar nicht mal schlecht ist, weil wir ein Angewomon brauchen. Und ein anderes Digimon halt. So, Pokémon können wir digitieren zu... Was? Wer wollte jetzt... Ah ja, genau. Ja, genau. Ja, ich denke an Dragmon. Ja, Hilfe. Sonnenflora, Flora, Flora. Ich kenne das nur von Pokémon irgendwie. Was? Wer ist doof? Ich muss mal weiter planen. Gebis sind doof, was? Wer, was? Ich bin auch doof. Ich weiß nicht, was du meinst. So, Varrox. Ja, da mussten wir ja nochmal gucken. Iris, genau, das ist nochmal ganz interessant. Kamm 80%. Na gut, wenn du Level 55 bist. Ja, genau deswegen will ich das eigentlich auch nur machen. Wirklich, es ist wirklich, das ist genau der Grund. Das ist genau der Grund, warum ich das machen will. Taimu, das hast du genau richtig erkannt.
Ach komm, als das erste Mal passiert ist, war ich echt schockiert gewesen darüber. Huch, das ist ja gar nicht die Original-Digitation von dem. Hoppla. Erhöch? Antalyamon, das ist gar nicht die Original-Digitation, die ich eigentlich wollte. Und wir hatten, glaube ich, irgendein Tankmon, was wir denn zu... Warte, was wolltest du nochmal werden? Warte. Ich hab's hier sogar gleich stehen. Megadramon, ja genau, zu Megadramon. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Aber jetzt wollte ich aus dem was anderes machen. Wobei ich vergessen habe was. Genauso wie ich jetzt was aus denen. Das müssen wir aber erstmal wieder einen rausschmeißen irgendwie. Oh, wir müssen immer welche rausschmeißen. Haguru Sunflower, Mann. Oh, ich brauche alle irgendwie. Also ich fand... Ja, welcher Teil ist schwer? Also bis jetzt fand ich Next Order am schwersten. Also die Teile hier, Story-Teile, den ersten, sowohl den auch jetzt, bis jetzt den zweiten Teil, fand ich jetzt beide nicht so schwierig. Also die fand ich jetzt echt nicht schwer. Also ich weiß nicht, ob der erste Teil so... Ich fand da wirklich Next Order am schwersten, wenn wir den mit reinziehen wollen, aber... wen lege ich denn jetzt erstmal ab? Okay, das bringt noch nicht mal... Ja, Antalyamon, komm. Antalyamon kommt erstmal weg. Ich habe zu viele Digimons, ich werde verrückt. Haben wir hier schon wieder irgendetwas bekommen? Oh, nö, ey, warum auch? Na gut, wir warten mal ganz kurz die Minute ab, wa? So, wie sieht's denn aus bei Kutani? Wie sieht das denn aus? 120, 150. Was war das? 120 in, 150 Geschwindigkeit, noch 14 Geschwindigkeit und noch 20 in. Ja, das kriegen wir doch hin, oder? Taimu, was sagst du? Was bist das? Ja, leider habe ich bei Taimu... Weiß irgendjemand, welches Dianamon von denen ist? Ja gut, wenn wir von allen Digimon spielen, dann wirklich Digimon World 1, weil das war echt schwer. Warte, ich bin gerade noch ein bisschen verwirrt. Ja, Dianamon, ne? Ja, genau. Weiß jemand, welches davon Dianamon ist oder muss ich einmal hin und her digitieren? Ich meine, du hast schon Fähigkeit 80, das ist schon echt viel. Das untere? Das ist Dianamon? Wirklich? Okay, das untere. Toll, 2. Kutani schreibt 2. Alle schreiben das unterste und Kutani schreibt 2. Mal sehen. Und es ist Dianamon. Ja, es ist Dianamon. Konnte Dianamon doch zu irgendwas digitieren? Nö. Ja. Ist das Dianamon? Habe ich Dianamon nur anders in Erinnerung? Irgendwie, welches Digimon habe ich denn gerade im Kopf? Welches Digimon habe ich denn jetzt gerade im Kopf? Taimu, es tut mir leid, du nimmst gerade sehr viel Platz weg. Es tut mir leid, Taimu. Es tut mir leid. Kaum Mega-Digimon wirst du abgeschoben. Nur abgeschoben wirst du. So, mal schauen. Warte, lass mich mal ganz kurz gucken. Aber welches Digimon habe ich denn die ganze Zeit im Kopf? Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung, dass es anders aussah. Master Chief war lange nicht mehr mit. Wir nehmen Master Chief mal mit. Fähigkeiten. Okay, die müssen wir erstmal...